Willkommen zu einem neuen Teil Alter Sack zockt Dishonored. Wir hatten ja hier drinne alles Mögliche ergattert. Schauen wir doch einmal, ob hier noch irgendwelche Leute herumfuhrwerkeln. Dritte und zweite Etage oder erste und zweite Etage sollten ja eigentlich gereinigt sein. Oh, was ist denn hier? Hier scheint niemand drin zu sein. Dann schauen wir uns doch hier mal um. Ich bin zu einer Abendveranstaltung im Hause Boyle eingeladen worden. Ich werde selbstverständlich nicht hingehen. Der 28. Tag des 7. Monats, des Monats der größten Kälte, der Tag, an dem ich Anton Sokolov an der Akademie begegnet bin. Warum sollte ich das Jubiläum des wichtigsten Tages meines Lebens damit verschmutzen, die Stiefel der Aristokraten zu lecken? Ich habe keine Zeit für Dummköpfe. Ich werde das Rätsel dieser Seuche lösen. Vielleicht zelebriere ich den Tag mit einem Glas Guyanischen Rotwein. Na dann, gut Durst, Kollege. Oh, ich habe keinen Platz mehr für Betäubungsbotzen. Im Moment scheint hier also wirklich nicht viel unterwegs zu sein. Oh, da. Ja, diese Kraft ist schon was Schönes. Das muss ich mir von dir nicht sagen lassen. Oh, da kann man nicht hin. Gut. Oh, oh. Hier jemand drin? Ratten? Ach, Freunde, klappt doch bitte die Schüssel runter. Ist ja ekelhaft. Normale Kugeln. Auszug, Regierungsprotokoll, Kranken, bla bla. Shop wanted. Blackjaw. Da hat doch tatsächlich jemand mit Bolzen auf. Einer? Ich habe noch einen. Oh. I'm a little bit nervous. Ups. Nein, das war die falsche Kraft. Ja. Oh oh. Aber hier ist eine Rattenansammlung. Eine fette Rattenansammlung. Wenn ich die denen nicht schicken könnte, wäre das lustig. Ja, aber das können wir ja leider noch nicht. Aha. Aha. Was ist denn hier schon wieder los? Witterungsprotokoll. 4. Tag des Monats des Windes. Gemischte menschliche Überreste. Großer Appetit. 10. Tag, Monat des Windes. Ein Sack thyanische Erbsen. Angestoßen, verrottet. Ratten zeigen kein Interesse. 11. Tag. Wilde Büchse, eingelegtes Fleisch, verzehrt. Aha. Da macht also jemand Fütterungsexperimente mit den kleinen Vöglein. Wo sind meine kleinen Schätzchen? Meine kleinen Vöglein. Ja, die Lumpengräfin, deren Namen wir ja nicht kennen und auch nicht wissen wollen. Oh, 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 oh. Ei, danei. Ah. Wow. Hat uns ja schon. Ups. Nein.
Du kommst jetzt nicht hierhin. Du möchtest nicht hierhin kommen. Nein, keiner hat hier Rattenrudel gesehen. Uha. Rein theoretisch könnten wir ihn ja auch zum Rattenfutter machen, oder nicht? Zwei sind über. Aha. Ja. Mal schnell speichern. Ja, er ist wohl sehr interessiert hier an der Küche. Das kleine Dickerli. Bevor uns hier noch mehr Mana flöten geht. Ich trau mich nicht. Er scheint ja immer nur von der Vitrine zur Tür zu gehen. Hey, schuldest du mir nicht einen Drink? Er kratzt sich hier mit den Hintern. Probieren wir doch mal was. Und nichts, was war das? Ja, was denn nun? Ganz nice. Ach Jungs, ihr seid echt schwierig. Zumindest haben wir ihn ein wenig weggelockt. Ja, testen wir das doch nochmal. Oh, Schlüssel. Ich habe Schlüssel übersehen. Kann man die denn mitnehmen? Aha. Sehr schön. Ja, da bräuchten wir höchstwahrscheinlich noch eine bisschen stärkere Kraft, oder? Nichts. Ich schmeiß da extra eine Flasche hin und nichts. Trampeln wir mal ein bisschen rum. Ha? Freunde der Nacht. Da brauche ich auch was mitgebracht. So, der Dickerli kommt hier hin. Kommt aber hier nicht rein. Was war das? Das ist gut. War wohl nur der Wind. Ja, ganz klasse. Alter, nein. Verdammt! Hilfe! Tja, schon wieder zwei Dude. Och, er lebt noch. Ja, schrei ruhig. Sie läuft wie ein Limbo-Tänzer. Der käme jetzt aber auch unter einer tiefen Stange durch. Ja, so viel dazu. Ich möge ja hier nicht so viel töten. Naja. Achso, hier waren wir ja schon. Hält sich aber dran. Ich habe einen echten Run, ne? Mit meinem Killer-Instinkt. Was ist das denn da? Das Delirbezirk. Aha.
Ja, hier stand da eben irgendwas von Vorratskeller und so. Ja. Aber hier gibt es wohl keinen Keller. Das Einzige, was wir machen könnten, wäre hier die Tür auf. Wenn wir dann Pech hätten. Ach, ich dürfchen. Ich hätte eigentlich die Ratten dazu nutzen können. Aber ich denke, dafür ist es jetzt zu spät, oder? Kollegen, da hinten gibt's was. Da gibt's was Gutes. Genau, kommt mal mit. Ups. Genau. Räumt mal für mich auf, ihr Süßen. Meine Vögelchen. So, was haben wir denn hier? Aha. Hat sich also mehr oder weniger fast gelohnt. Die Ratten scheinen ja noch beschäftigt zu sein. Dann begeben wir uns. Zack. Hier raus. Ja, es gibt hier echt keine tiefere Etage. Na, dann ist das halt so. Bum, 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 bum. Haben wir den Geisha-Schritt wieder nach oben. Dann haben wir eigentlich auch alles hier. Wir haben die Ratteneingeweide, um das da zu vergiften. Ich möchte zum Clavering Boulevard gehen. Nee, nee, das war jetzt im Spiel, Tatütata. So, mal schnell speichern. Dann wollen wir da mal schauen. Nein! Boah, da greifen mich hier die Ratten an. Ich falle aufs Popöchen. Eieiei. So ganz dicht bin ich nicht. Ich komme hier auch nicht hoch. Die Ratten da unten, die haben jetzt Appetit auf mich. Ich will aber wieder da rauf. Was ist denn hier überhaupt los? Da einer. Da habe ich aber auch gerade jemanden gesehen. Oh oh. Oh nein. Gut, dann. Schabum. Nennt mich Idioten, nennt mich Penner, es ist mir egal. Das konnte ich mir jetzt nicht leisten. Das konnte ich mir jetzt wirklich nicht leisten. Noch mehr? Nee. Mein Karma ist schon so kaputt. Aha. Unteroffizier Herburn, alle Bauteile der Lichtwand wurden zu ihrer Station gebracht und ich erwarte, dass die Anlage noch vor Mitternacht ihren Dienst tut. Ihnen steht außerdem noch einige, was? Ach, Walöltanks zur Verfügung. Falls Sie welche benötigen. Des Weiteren ist mir zu Ohren gekommen, dass einige Wachmänner nach wie vor der pubertären Beschäftigung des sogenannten Rattenverbrennens nachgehen. Denken Sie daran, Walöl ist teuer. So, behalten Sie Ihre Männer im Griff. Hauptmann Kurnoff. Ja, ist eine klare Ansage, würde ich mal behaupten. Hier haben wir sogar noch Öl. Damit könnten wir richtig noch was... Oh, können wir gar nicht. Könnten wir eigentlich noch jemanden in die Luft jagen, was ich aber nicht machen möchte. Will ich ja nicht. Ich will ja nicht töten. Oh, 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 oh. Na gut. Oh. Ja, ich weiß, das war knapp. Aha, aha. Da sind die Fieslinge, die die Leichen einfach mal wieder so. Aber das hier ist doch keine. Oh 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 oh. Okay, also Frage ist beantwortet. Jetzt weiß ich, was passiert, wenn ich da hingegangen wäre.
Ah, sehr fein. Mhm. Was sagt denn Herzilein? Herzilein sagt in 104 Metern Rune. Ja, die Whisky-Distillerie, da sollen wir ja auch irgendwie irgendwas vergiften. Für mein Herzblatt, die Lumpengräfin. Da ist die Lichtwand, die ich überwinden muss. Und schon wieder einer, der auf mein Karma geht. Das wird kein gutes Ende nehmen mit mir. Er kann von mir aus auch gerne hier liegen bleiben. Heidenei. Oh, 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 oh. Das geht natürlich nicht. Aber das geht. Ui, 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 ui. Ja, haltet ihr mal schön die Augen offen. Ich muss mich auch gar nicht verstecken. Ihr wisst doch eh, dass ich da bin. Da ist unser Verkäufer. Was sagt unser Herzilein? Und man kann holstern. Ja gut, holstern. Ich nenne das so. Waffen wegstecken, meine Güte. Ja, dann gehen wir nochmal zur Dunwald Whisky Distillerie. Aber ich glaube, oh, mal eben schnell speicheln. Wer weiß, ob die uns wohlgesonnen sind. Ja gut, hat er jetzt gerade sowieso gemacht. Hau ab, oder du verlierst ein Ohr. Also gut gesonnen sind die mir nicht, aber die sind jetzt nicht so übel drauf. Das ist doch Regina, oder? Aber die tun mir nicht direkt was. Das finde ich schon sehr nett von denen. Muss ich ganz ehrlich sagen, was? Aha. Explosive Flasche. Aha. Ob ich Angst habe, Raut ist kein gewöhnlicher Mann. Er wurde von Nutzern und hat dunkle Kräfte erhalten. Der schlitzt dich auf, von da hinten. Die Überraschung wäre auf seiner Seite. Heider, naja. Die Männer seinen Namen noch nicht mal flüstern. Er lebt im überschwemmten Bezirk zwischen Weinern und wilden Hunden? Was sagt man? Der perfekte Schlupfwinkel für einen Auftragsmörder. Rattendreck. Du hattest Glück. So gut aussehen, brauchst du kein Glück. Du hast ein Gesicht wie ein Hexenfisch. Aber das hat sich ja jetzt gerade so angehört.
Sag mal, wann kommt als wüssten wir so langsam, wer das war. Also wirklich nur ein Auftragskiller im Endeffekt. Keine Sorge, die läuft so gut wie mein Glücksspiel. Tja. Was wollen die denn? Kleines Miststück. Wir benötigen den Schlüssel da unten, auf jeden Fall. So, zumindest sind wir schon mal drin, ne? Oh, meine Herren. Einige Leute unterwegs. Ah, da hinten irgendwo. Ach, da schau her, was hier ist. Kommen wir da runter? Nee. Zum Orden oder zum Oberaufseher, sondern woanders hin, wo die Aufseher richtig religiös gemacht werden. Nach dem Speiseaufzug. Ja, er schleicht durch die Zimmer. Schlafende Kinder. Ein Aufseher hält Kindern einen Vortrag. Ein paar Leute trainieren. Mit den Hunden. Nichts Außergewöhnliches. Das ist so cool, wie sich die Stimmen verändern. Eine Frau, die lacht, lacht und lacht. Dann Musik. So ein Geklimper. Das hat ihn erschreckt. Und er war nicht betrunken? Sagt, er hört's nachts immer noch. Seinen Bruder nie gefunden. Also müssen wir höchstwahrscheinlich da hinten rein, oder? Echter Schenkelklopfer, Rodney. Gut, jetzt bin ich dran. Na, lass hören. Na gut, pass auf. Der Edelmann schlief mit der Küchenlampe. Machten laute Geräusche beim Liegen. Seine Frau hatte indes das Schlachtermesser zur Hand. Wenn wir Glück haben, sieht uns keiner, während wir ihn hier bewusstlos machen. Lass mich mal nachdenken. So, ja, ich hab eins. Fertig? Bin ganz Ohr. So. Vereinst ein Seemann aus Morley. Schauen wir hier erstmal durch. So. Also unten scheint sich jemand rumzuschleichen. Befestige das leere Elixier. Die Elixierflasche an der Düse, bevor du die Maschine einschaltest, öffne das Ventil, nimm die gefüllte Flasche wiederholen. Ah. Könnte also im Endeffekt ruhig nochmal so ein bisschen destillieren. Ah, haben wir genug von. Und nehmen wir direkt mal alles beide mal ein bisschen. Ah.
können wir die jetzt befestigen. Oh. Noch nicht. Oh. Ei, ich schaff's nicht. Na egal, lass uns erstmal liegen. Zack, die nehmen wir mit. Hier sind wir nur unter der Treppe, aber da hat jemand Geld verloren. Ah, hier sind überall noch so leere Flaschen. Ja, gut. Aha, die nächste Lieferung. Ja, die werden höchstwahrscheinlich jetzt keine mehr bekommen. Und ich kann da jetzt auch keine Rücksicht mehr drauf nehmen. Gibt's denn hier noch was? Leere Elixierflasche. Gut, zack. Selbstgebrautes Elixiervergiften. Dann dürften wir ja jetzt von unserer angetrauten, geliebten Lumpengräfin... Da, besuche die Lumpengräfin, um dein Geschenk zu erhalten. Versuchen wir das doch mal. Hey, reichhaltige Beute. Nur die Frage, ob wir hier unbeschadet herauskommen. Eventuell sollten wir den gleichen Weg zurücknehmen. Huha. Was zum Teufel glotzt du so blöde? Verschwinde, Idiot! Idiot versteckt hat. Ah, wir kämen aber da drüben hin. Je nachdem. Was da drüben vor sich geht. Hier geht gar nichts vor sich. Alles gut. Alles im sogenannten grünen Bereich. Cool. Craxton, ich komme morgen vorbei, um mir die neue Lieferung anzusehen. Diesmal solltest du eine Hose anhaben. Und dich nach dem Rezept richten. Pass auf. Ein Teil Sokolov, ein Teil Bienenwachspaste, zwei Teile Zuckerwasser. Und das war's. Ah, die strecken das also. Ja gut, wir haben's jetzt vergiftet. Meine Güte. Ausdruck aus dem Ausdruck, solche, bla, bla. Die nehmen wir doch glatt mit. Ihr seid abstoßend. Ah, rein theoretisch. Grabe ich mir gerade mein eigenes nicht? Ah. Ups. Wie soll ich jetzt hier wieder rauskommen? Kein Plan. Naja, dann. Die Granate. Willst du mal die Granate wegstecken, Alter? Hast du irgendwie den Hulk gefrühstückt? Mhm. Also. Ja, dann komme ich hier auch wieder raus.
Oder kann man hier sogar... Nee, komm. Ja, ist ja kein Problem. Ah. Wir können ja klettern. Nein, nein, nein. Oh. Meine Herren. So. Und außerdem, wenn überhaupt, die Armbrust. Oh. Irgendwie traue ich dem Braten ja nicht so ganz. Ne? Mal eben schnell speichern. Schauen wir hier mal durch. Irgendwas Gutes gefunden? Mist. Oha. Ob ich hier unbeschadet rauskomme und ob das Geschenk der Lumpengräfinnen es wirklich wert war, hier diesen Action zu machen, erfahren wir in der nächsten Folge. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Gehabt euch wohl. Euer John Defool.